Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wie ihr seht, geht es heute auf meinem Kanal schon wieder weiter mit einem Tutorial. Und zwar häkeln wir wieder ein Tuch. Auf dieses Tuch habt ihr schon sehr lange drauf gewartet. Und wenn dieses Video online kommt, habt ihr noch länger drauf gewartet. Weil ich dieses Tuch genossen habe zu machen, zu häkeln. Gerne ein paar Feder reingebaut habe und ja, dass sich das deswegen alles ein bisschen verzögert hat bei mir. Das kennt ihr ja aus dem Podcast, also wer das Tuch schon aus dem Podcast kennt, der weiß, dass es ein bisschen gedauert hat und ein bisschen sich gezogen hat. So, wir haben Musterteile, die sich relativ lange wiederholen. Die werde ich jetzt hier aber nicht so zeigen. Also ich werde euch die Muster zeigen, wie sie gemacht werden, werde aber diese Riesenabschnitte nicht bis zu Ende häkeln. Ja, hat den einfachen Grund, das Video wird zu lange und es wird auch langweilig, als wenn ich das jetzt die ganze Zeit euch zeigen müsste, genauso wie dieser Abschnitt. Das sind jeweils immer zwei Reihen, die wiederholt werden und da muss ich euch nicht jeden Abschnitt zeigen. Wichtig ist, dass ihr die Reihen so häkelt, wie die Häkelschrift es anzeigt, also Reihe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja, und keine Reihe vergesst, so wie ich das hier unten gemacht habe. Hier in dem Musterteil ist nämlich im Gegensatz zu diesem Musterteil eine Reihe zu wenig. Dementsprechend ging das nicht auf und ich musste hier eine hintere Lippstäbchenreihe einarbeiten. Okay, wenn ihr also richtig zählt, nicht so wie ich, geht das Muster auf und ihr habt immer nur vordere Lippstäbchenreihen und habt hier nicht einmal, das ist immer eine hintere. Ich finde das jetzt nicht schlimm. Ist jetzt ein Highlight in meinem Tuch, dass da eben mal eine Reihe gefehlt hat, aber wenn ihr laut Häkelschrift das immer so wiederholt, wie ich euch das erkläre, dann passiert euch das nicht und ihr habt immer nur vordere Reliefstäbchen rein. Genau, ja, weil die liegen auch ein bisschen schöner, finde ich. Kann aber auch jeder so entscheiden, wie er möchte. Ja, ich habe hier circa 800 Meter, ja, 800 bis 900 Meter von einem Garn von Hege mit Niki verbraucht. Das war die Mama Mia, 1000 Meter, vierfädig. Und ja, ich habe es eben so weit gehäkelt, bis mir die Größe gereicht hat und fertig ist. Mit meinen Restgarnen mache ich meistens immer Decken und deswegen ist das okay, wenn da auch mal was übrig bleibt. Ihr könnt die 1000 Meter natürlich auch völlig aufbrauchen, ne? Also ihr seht, es hat viel mit Reliefstäbchen zu tun, also ihr könnt es auch aufbrauchen komplett. So, zum Zeigen von diesem Tuch und weil ich mir noch nicht sicher bin, ob ich das wegen meiner ganzen Fehlerlage noch mal häkle, habe ich mich jetzt entschieden, die Cotton Pfannen zu benutzen. Das ist von Gründel, genau. Und hier haben 50 Gramm 115 Meter, ist 100% Baumwolle und hat die Farbe 04. Davon habe ich jetzt drei Knäule liegen. Das wird mir nicht ausreichen für ein schönes großes Tuch, weil das sind ja dann bloß ein bisschen mehr als 300 Meter. Man benutzt natürlich eine größere Häkelnadel. Man ist natürlich schneller am Ziel als bei einem Lace-Garn, das weiß ich. Aber es wird für ein großes Tuch nicht ausreichen. Für ein großes Tuch würde ich sagen, braucht ihr von so welchen Baumwollgarnen auch schon 5, lieber 7 Knäule. Ne? Also das müsst ihr selber entscheiden, ob ihr das jetzt mit anderen Garnen macht oder mit so einer Bobbel. Ja, so 600 Meter wären schon schön. Auch von so einem dickeren Garn. Genau, also damit häkle ich das. Und da ich mir noch nicht so sicher bin, ob ich das, werdet ihr das sehen, ob ich die Reihen wirklich wiederholt habe oder nicht. Eigentlich bin ich nicht so ein Fan, Tücher doppelt zu häkeln. So, zu euren Garnen nehmt ihr bitte die passende Häkelnadel. Ich benutze eine 3,5. Und ganz zum Schluss, wie immer, bekommt ihr die Häkelschrift bzw.
werde ich euch damit auch schon zwischendurch anfüttern. Ja, ihr seht es ja schon zu liegen hier. So, ich werfe wie immer mal meinen Knäuel nach unten. Und dann fangen wir einmal an mit unserer Anfangsschlinge. Die mache ich ja immer so. Die könnt ihr aber auch machen, wie ihr wollt. Das ist immer so mein Anfang. So, jetzt mache ich noch 3 zusätzliche Luftmaschen. 1, 2, 3. Gehe in die erste Masche rein, hole mir den Faden und mache eine Kettmasche. Fertig. So, jetzt fangen wir an mit 3 Luftmaschen erstmal. 1, 2, 3. Das ist ein Stäbchenersatz. Wir machen noch eine Luftmasche, die gilt als Luftmasche. Und jetzt machen wir hier in der Mitte, relativ in der Mitte, 5 Stäbchen. Also 1, 2, 3, 4 und 5. Dann 2 Luftmaschen, die machen wir immer in der Mitte. Und 5 Stäbchen wieder nach oben häkeln. 1, 2, 3, 4 und 5. Eine Luftmasche und noch ein Stäbchen, damit das so aussieht wie auf der anderen Seite. So fange ich immer meine Tücher an. Das ist einfach die Vorbereitungsrunde. So, 3 Luftmaschen ist wieder unser erstes Stäbchen. Wir machen noch eine Luftmasche, die zählt als Luftmasche. Und hier in diesem Zwischenraum arbeiten wir 2 Stäbchen. So, jetzt kommt Runde 1 von dem, was wir wiederholen. Also von den zwei Runden, die wir immer wiederholen, kommt jetzt Runde 1. Wir machen ein vorderes Reliefstäbchen. Ne, Kamera? Ein vorderes. In der nächsten Masche ein einfaches Stäbchen. Vorderes Reliefstäbchen. Ein einfaches Stäbchen. Und auch die 5. wird ein vorderes Reliefstäbchen. Hoppala. In die Ecke wieder 2 Stäbchen. 2 Luftmaschen. Und 2 Stäbchen. So, und wir beginnen wieder genauso mit einem vorderen Reliefstäbchen. Ein Stäbchen. Ein vorderen Reliefstäbchen. Ein Stäbchen. Ein vorderes Reliefstäbchen. Und 2 Stäbchen am Ende. Eine Luftmasche und ein Stäbchen. So, das war Runde 1. Jetzt kommen 3 Luftmaschen wieder. Arbeit wenden. Eine Luftmasche. In den Zwischenraum 2 Stäbchen. So, und jetzt fangen wir mit dem Stäbchen an. Also in die erste Masche, die wir haben, gehen wir rein, machen ein Stäbchen. Dann ein vorderes Reliefstäbchen. Und jetzt seht ihr, da wo wir in der Vorrunde ein vorderes Reliefstäbchen gemacht haben, kommt jetzt ein Stäbchen. Bei dem Stäbchen, was in der Vorrunde ein Stäbchen war, kommt jetzt ein Reliefstäbchen, ein vorderes. Stäbchen. Vorderes. Stäbchen, vorderes und noch ein Stäbchen am Ende. In der Ecke wieder 2 Stäbchen,
zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen. So, wir fangen an mit einem Stäbchen, wie wir die andere Runde beendet haben, und wieder ein vorderes Relief-Stäbchen. Ein Stäbchen, ein vorderes Relief-Stäbchen, ein Stäbchen, ein vorderes, ein hinteres, ein Stäbchen, ein vorderes. Und wir enden mit einem Stäbchen. Zwei Stäbchen in den Zwischenraum wieder. Eine Luftmasche und ein Stäbchen. So sieht es jetzt aus, unser Dreieck. Das Muster entfaltet sich natürlich erst, umso mehr Runden wir gehäkelt haben. Deswegen haben wir ja so viele Runden gehäkelt. Achtung, ich bereite mal kurz das Blatt vor. So, das war nämlich der erste Teil. Ich habe euch Runde 1, Runde 2 und Runde 3 gezeigt. Die werden wiederholt, die beiden, also Runde 2 und Runde 3, immer wiederholen, bis zu Runde 10. Auch Runde 10 ist dieses Muster, ne? Und erst ab Runde 11 sehen wir uns gleich wieder. Also keine Runde vergessen, bitte. Ich zeige euch das nochmal. Ihr könnt auch bis zum Schluss noch warten. Das geht mir jetzt bloß darum, damit ihr die Runden, die Reihen nicht vergesst. Ne? Also bis Runde 10. Die muss auch gehäkelt sein. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay. Wenn wir das gemacht haben, bei Reihe 10 angekommen sind, häkeln wir jetzt Reihe 11. Und zwar häkeln wir wieder drei Luftmaschen, unser erstes Stäbchen, noch eine Luftmasche, die als Luftmasche zählt, und in den Zwischenraum zwei Stäbchen. So, und dann kommt heute mal jetzt eine ganz entspannte Runde, das heißt in jede Masche ein Stäbchen häkeln. Einfach in jeder rein bis zur Spitze. In der Spitze häkeln wir wieder zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Und dann geht das wieder bis nach oben hoch dem Tuch entlang. Immer in jede Masche ein Stäbchen. Keine Masche vergessen. Zur Not zählt euch eure Vorrunde die Stäbchen ab, damit ihr da nichts vergesst. Ja, und dann sehen wir uns gleich zur Runde 12 wieder. So sieht das denn aus? Wie gesagt, hinten habe ich auch wie immer gearbeitet. Keine Masche vergessen. Und jetzt kommen wir zu Runde 12. Wir machen unsere vier Luftmaschen, also drei für ein Stäbchen und eine Luftmasche als Luftmasche. So, in den Zwischenraum wieder zwei Stäbchen. Und jetzt machen wir die ganze Zeit bei den Stäbchen vordere Relief-Stäbchen. Das heißt, ich gehe hier unten einmal lang. Arbeite ein Stäbchen. Das Ganze arbeite ich wieder bis nach ganz oben. Zur Spitze des Tuches, in der Spitze wieder zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen
Und dann wieder vordere Rippenstäbchen bis zum Ende. Bei der Luftmasche wieder zwei Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen. Also so wie ihr das schon kennt. So, unsere Runde 13 ist quasi von unserem zweiten Muster die Vorbereitungsrunde. Also wieder unsere vier Luftmaschen, Arbeit wenden. Seht ihr hier der schöne Streifen, der hier lang läuft. Und jetzt fangen wir an ganz normal mit unseren zwei Stäbchen. So, jetzt überspringen wir zwei Stäbchen, 1, 2 und arbeiten in die dritte Masche. Zwei Stäbchen, eine Luftmasche und nochmal zwei Stäbchen. Zwei überspringen, genau, in die dritte ein Stäbchen, in die nächste noch ein Stäbchen und dann noch ein Stäbchen. Haben wir insgesamt drei Stäbchen gearbeitet. So, jetzt kommt wieder die Wiederholung. Jetzt zwei überspringen, in die dritte Masche zwei Stäbchen, eine Luftmasche. Zwei Stäbchen. Wieder zwei überspringen, in die dritte ein Stäbchen, noch ein Stäbchen in die nächste Masche und in die nächste noch ein Stäbchen. Und dann wiederholt sich das Muster wieder genauso, wie ich das euch eben gezeigt habe. Das machen wir einmal bis nach da oben, bis zur Ecke und da sehen wir uns gleich wieder. So, sieht das aus mit der Musterwiederholung. Wenn ihr das bis zum Schluss gemacht habt, bleibt hier eine Masche übrig. Da machen wir einfach ein Stäbchen. Und jetzt in der Mitte einfach zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen und nochmal zwei Stäbchen. So, und jetzt haben wir hier geendet mit vier Stäbchen, also beginnen wir die Seite auch wieder mit vier Stäbchen. Nummer 1, 2, 3, 4. So, und jetzt wieder genauso wie hier vorne das Muster arbeiten. Zwei überspringen, in die dritte zwei Stäbchen, eine Luftmasche und zwei Stäbchen. Weiter geht's. Zwei überspringen, in die dritte ein Stäbchen, in die nächste ein Stäbchen. Und wieder in die nächste ein Stäbchen. Und so immer weiter wiederholen, wie auf der anderen Seite. So sieht unsere Vorbereitungsrunde aus. Und jetzt geht's in die erste Musterrunde. 1, 2, 3, 4. Einmal wenden. Zwei Stäbchen in den Zwischenraum und jetzt beginnen wir gleich schon das Muster, das heißt wir machen hier ein vorderes Relief-Stäbchen. Ich überlege gerade,
Nein, wir machen ein hinteres, ne? Genau, wir machen ein hinteres. So, genau. Dann noch ein Stäbchen, weil da ist noch ein Stäbchen. Und wir springen einmal in die Mitte und machen zwei Stäbchen, eine Luftmasche, zwei Stäbchen. Also vorher, so wie wir das vorhin gemacht haben, das Muster, das machen wir hier genauso. Wir springen rüber, machen ein Stäbchen, ein hinteres Reliefstäbchen, ein vorderes Reliefstäbchen. Wir springen rüber, machen ein Stäbchen, also zwei Stäbchen, eine Luftmasche, zwei Stäbchen. Weiter geht's. Ein Stäbchen, ein hinteres Reliefstäbchen, ein Stäbchen. Und so wiederholen wir das die ganze Zeit, bis wir hier vorne angekommen sind. So, hier hinten einmal angekommen, machen wir natürlich noch einmal unser Muster zu Ende. Also ein Stäbchen, ein hinteres Reliefstäbchen und ein Stäbchen. Genau. So, das ist das Musterende. Ab hier wird immer nur mit Stäbchen aufgefüllt. Bis hoch zur Spitze und in der Spitze zwei Stäbchen. Zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen. Genauso wie wir hier gehäkelt haben, häkeln wir auch hier. Also 1, 2, 3, 4 Stäbchen. 1, 2, 3, 4 Stäbchen. Genau. 1, 2, 3, 4. Ein Reliefstäbchen, ein hinteres und ein Stäbchen. So, hier in der Mitte wieder, wie immer, zwei Stäbchen, eine Luftmasche, zwei Stäbchen. Und das Ganze häkeln wir genauso weiter, wie wir das eben auf der anderen Seite gemacht haben. So, dann kann es weitergehen. Wir haben Runde 2 beendet. Das war ja das mit den hinteren Reliefstäbchen. Und jetzt kommt die nächste Reihe und zwar ist das Reihe 15. Und mein Knäuel muss noch nach unten. So, da fangen wir wieder ganz normal an. Und die Reihe sieht fast genauso aus wie die Reihe davor, eben nur, dass wir diesmal vordere Reliefstäbchen statt hintere machen. Das ist der Unterschied. So, hier fängt es nämlich schon an. Hätte ich jetzt fast verschlafen, das vordere Reliefstäbchen. Ich habe deswegen auch schon eine kleine Korrektur nochmal in der Häkelschrift vorgenommen, weil ich hatte da einen kleinen Denkfehler. Die wollen ja natürlich, dass dieser erhebende Streifen, der da entsteht, dass der ja da ist, wo dieses Muster ist. Und deswegen ist ein kleiner Fehler drin. Ich habe es aber jetzt schon wieder korrigiert. Also alles gut. Deswegen war ich bestimmt am Anfang der anderen Reihe ein bisschen verwirrt, wenn ihr euch da gewundert habt. Ja, also dieses warme Wetter schlägt mir auch ein bisschen auf dem Gemüt. Und der kommt manchmal auch ein bisschen Wollkotze dabei raus. So, jetzt habe ich das vergessen zu erzählen, aber das ist nicht so schlimm. Ihr seht ja, das Muster wiederholt sich die ganze Zeit. Genauso wie in der Vorrunde, da wo die zwei Stäbchen, eine Luftmasche, zwei Stäbchen reinkommen, ist das genauso wie in der Vorrunde. Das Einzige, was sich wirklich ändert in der Reihe, ist das vordere Reliefstäbchen. Achtung, jetzt kommt es nämlich wieder. Genau. Also wird in
diesem Mustersatz werden diese zwei Reihen mit den hinteren und vorderen Rillestäbchen abgewechselt bis zur Reihe, einschließlich Reihe 18, aber das zeige ich euch gleich nochmal. Ja. Genau, ich denke mal, ab hier kann jeder jetzt weiterarbeiten. Ich denke, ihr habt das Prinzip verstanden, was ihr machen müsst. Und ich zeige euch noch mal kurz das Muster für jetzt. Wir sehen uns ja gleich noch mal wieder. Ich zeige euch ja noch ein paar Reihen. Aber so sieht das Muster eben jetzt aus. Was wir machen, das ist nämlich die Reihe 13, 14, 15, 16, 17 und 18. Und wie gesagt, ich hatte eine kleine Fehlermeldung. In Reihe 14 macht man hintere Liftstäbchen, 15 vordere, 16 hintere, 17 vordere und bei der 18, die letzte Reihe, macht man wieder hintere. Genau. Und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder und machen noch die letzten zwei Reihen, letzten drei Reihen zusammen. So, wenn wir Runde 18 beendet haben, fangen wir mit Runde 19 an. Ich habe das wieder ein bisschen abgekürzt, wer das gesehen hat. Aber das liegt ja daran, dass ich hier mein Probestück auch nicht so riesig machen möchte. Genau, also ihr häkelt Runde 18 und fangt dann mit Runde 19 an. Das ist wie folgt, eine Runde nur Stäbchen. Das heißt, ich mache in meiner in jede Masche ein Stäbchen. Gleich kommen wir bei dem ersten schwierigen Muster an. Immer nicht aus dem Takt bringen lassen, wirklich jede Masche ein Stäbchen. So, jetzt kommt hier dieses Fünfergespann. Das müssen auch wieder fünf Stäbchen werden. Eins. 2, die Luftmasche ist Nummer 3, 4 und da ist Nummer 5. Und so häkelt ihr das die ganze Zeit bis zum Ende und dann häkeln wir gleich Reihe 20 zusammen. So, Runde 20 häkeln wir jetzt. Das ist quasi die Wiederholung für Runde 12. Also wir häkeln nur vordere Rillestäbchen. Einmal hier hinten lang und hintere Rillestäbchen häkeln. Dann kommt noch Runde 21, das ist quasi die Wiederholung für Runde 19. Und ab Runde 22 wiederholen wir das Muster ab Runde 2. Das zeige ich euch dann aber gleich nochmal. So. Genau, also wir wiederholen jetzt erstmal die vorderen Rillestäbchen, die ganze Reihe. So, und jetzt kommt quasi Runde 21 bei euch. Und das ist wieder, wie ich eben schon sagte, die Wiederholung von Runde 19. Also wir häkeln
nur Stäbchen in jede Masche. Und dann beginnen wir wieder mit unserem ganz normalen Muster 1. Ab Runde 2. Ihr seht, in jede Masche einfach nur ein Stäbchen häkeln. Das werde ich jetzt auch gar nicht mehr so lange ausholen, weil das ist relativ logisch jetzt. Und ich glaube, ich habe es euch jetzt auch schon oft genug gezeigt. Ja. Okay. Gut. Und damit haben wir das Tuch. Natürlich ist es bei euch jetzt schon ein Stück größer. Bei mir ist es nur groß, weil das dicke Garn. Hier fehlen mir 2 Reihen und hier fehlen mir ja auch 2 Reihen. Die habe ich weggelassen. Weil die wichtigsten Sachen habe ich euch ja quasi gezeigt. So, jetzt zeige ich euch nochmal die Häkelschrift. Ihr habt sie ja jetzt schon ein paar Mal gesehen. Ja, so könnt ihr sie euch abkopieren und ranzoomen und alles. Ja, Luftmasche, Kettmasche, Stäbchen. Und das eine Muster mit 2 Stäbchen, eine Luftmasche, 2 Stäbchen in eine Masche. Denn vordere und hintere Reliefstäbchen hatte ich eigentlich farblich markiert. Da ich aber hier eine kleine Fehlermeldung habe, passt die Markierung nicht mehr zu 100% überein. Aber ansonsten hatte ich das extra so gemacht, damit ihr wisst, welches hier hintere und welches hier vordere ist. Aber es passt bei Muster 2 eben nicht überein. Und deswegen habe ich das hier hinten nochmal hingeschrieben, wo jetzt ein hinteres oder ein vorderes Reliefstäbchen bei dem Muster kommt. Genau, Runde 2 bis 21 wird immer gearbeitet, bis euer Garn alle ist oder euer Tuch groß genug ist. Ja, genau. Gut, ihr Lieben, dann bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bei euch entsteht ein schönes Tuch. Wenn ihr trotzdem noch irgendwie Fragen habt, könnt ihr mich jederzeit anschreiben oder ihr schreibt in meine Facebook-Gruppe. Da könnt ihr auch immer eure Fragen hinterlassen. Und der ein oder andere findet da seine Antwort. Genau. Gut, ich behalte mir wie immer vor, ob es zu der Tuchanleitung wieder eine schriftliche Anleitung gibt, das kann ich jetzt noch nicht versprechen. Ja, vielleicht im Winter mal gucken, ob ich da alle meine Tücher nochmal schriftlich nacharbeite. Ansonsten gibt es das Video und eben die Häkelschrift, ja. Okay, ihr Lieben, ich möchte jetzt gerne das Video beenden. Ich bin ein bisschen fertig. Das war doch ziemlich langwierig, obwohl mir 4 Reihen fehlen. Ja, hat es sich jetzt doch ein bisschen gezogen, aber ich bin so froh, dass ich es fertig habe. Oh, ich bin so stolz. Ja, es ist ein wirklich so schönes Tuch und ich hoffe, ihr habt sehr viel Freude dran. Ihr könnt es mir ja zeigen, indem ihr mir Däumchen, Kommentare und Abos da lasst. Dann weiß ich, dass euch dieses Tuch auch total freut und Freude macht und euch gefällt und wie auch immer. Lasst mir Bilder auf Facebook da oder gerne auf Instagram mit meinem Hashtag oder ihr verlinkt mich drunter. Da freue ich mich sehr drüber, über eure Bilder und eure schönen Werke. Und ja, dann wünsche ich euch ganz viel Freude beim Nacharbeiten und natürlich ganz viel Kreativität. Vielleicht macht ihr auch irgendwas anderes Schönes. Und deswegen bedanke ich mich ganz herzlich bei euch, dass ihr mir wieder zugehört habt und zugeschaut habt. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.